Mein Name ist Christoph Bonk. Ich arbeite circa hier seit 28 Jahren am Schauspielhaus Bochum in der Tonabteilung. Wir sind hier in den Kammerspielen. Die Kapazität in den Kammerspielen beträgt circa 400 Zuschauer. Und wir sind vor einem Jahr ungefähr auf die neue Digitaltechnik umgestiegen, also auf neue Mischpulte von Allen & Heath. Wir haben für jede Spielstätte praktisch drei D-Live-Pulte. Einmal die 7000er, S7000, dann einmal die S3000 und eine C1500 pro Haus. Das ist deshalb wichtig, da wir auch in manchen Stücken mit zwei Tontechnikern arbeiten. Das heißt, ein Tontechniker kümmert sich nur um die Mikroports für die Schauspieler und der andere Tontechniker kümmert sich nur um die Einspieler. Das ist aber auch nur bei größeren Stücken so, wo es sehr kompliziert ist. Man muss hierbei, da man mehrere Sparten bedient, also klassisches Theater, Musical oder Bands auch im Haus hat als Gastspiele, muss man natürlich sehr flexibel sein. Aus diesem Grund haben wir uns für diese Mischpulte entschieden, weil man mit diesen Mischpulten alles abdecken kann. Die wichtigsten Dinge, die man hierbei braucht, ist schneller Zugriff auf einzelne Parameter, schneller Zugriff auf Effekte und eine individuell bedienbare Bedienoberfläche, die man sich mit diesen Pulten schaffen kann. Für uns ist es wichtig, dass wir mit einem Stick in jede Spielstätte gehen können und da die Show laden können und dann auch da arbeiten können. Das heißt also, wir müssen keine Neuprogrammierung machen, wenn ein Stück, sage ich mal, von den Kammerspielen ins große Haus geht oder genau umgekehrt, wenn ein Stück jetzt, sage ich mal, von einem großen Haus in die Kammerspiele geht. Das heißt also, das ist die einfachste Methode, um schnell und effizient zu arbeiten. Das Schöne an diesen Pulten ist Folgendes, dass man also hier mit Szenen arbeiten kann und diese Szenen wiederum in einer kompletten Show abspeichern kann. Das heißt also, man kann immer wieder etwas umändern, man kann mehrere Szenen machen und somit ein viel ruhigeres Arbeiten erlangen, was natürlich, sage ich mal, mit einem Pult, wo man in Echtzeit alles umstellen muss, schwierig ist. Hier lässt sich von Szene zu Szene alles abspeichern, durch ein Recall und ein Go in die nächste Szene gehen und schon hat man sofort die neuen Parameter zur Verfügung. Wenn wir mit Ableton, also mit den Zuspielern, arbeiten, kann man in zweierlei Arten arbeiten. Einmal kann man durch Ableton das Pult steuern oder, wenn man möchte, kann man auch mit dem Pult Ableton steuern. Das bleibt jedem User überlassen, wie er es gerne möchte. Bei dieser Show jetzt, hier geht es um die Show Hydra, haben wir es eigentlich genau umgekehrt mal gemacht. Das heißt also, wir steuern jetzt mit dem Pult Ableton. Bei den Mikroports, wenn die Schauspieler damit ausgerüstet werden, müssen wir direkten Zugriff haben. Das heißt also, das muss auf der Oberfläche sein. Wir müssen an die Klangregelung dran, wir müssen praktisch an die Kompressoren dran, wir müssen vielleicht an Effekte dran und an andere Parameter auch noch. Das heißt also, die müssen auf der Oberfläche sein. Andere Sachen, wie zum Beispiel von den Zuspielern, die einmal eingestellt werden, das heißt auf die Lautsprecheranlage, die werden immer gleich abgefahren. Das heißt also, die kann man sich in eine andere Ebene legen und somit hat man wieder Platz für andere Sachen, die man dann vielleicht benutzt. Bevor wir die D-Live-Systeme praktisch hier installiert haben, haben wir uns natürlich von Anfang an Gedanken gemacht, wie soll das Verteilernetz aussehen. Wir sind hier praktisch, wir haben dann alles mit Cut-Kabel realisiert, im großen Haus sogar mit Glasfaserkabel. Das heißt, das war der Grundstock sozusagen, um an jede Stelle der Bühne hinzukommen. Das heißt, wir können auch an jeder Stelle der Bühne mit Stageboxen arbeiten, die wir mal eben schnell über ein Cut-Kabel anschließen können. Somit ist man sehr flexibel mit diesem System und man muss nicht ellenlange Multicore verlegen.
Also was für uns sehr wichtig war, dass wir sehr flexibel mit den Lautsprechersystemen umgehen können. Das heißt also, wir haben sehr viele Ausspielwege im Haus hier um die 30, drüben sind sogar 40. Das heißt, dazu kommen dann noch Monitorboxen, dazu kommen verschiedene bestimmte Soundboxen, über die nur Effekte laufen im Raum. Und mit diesem System sind wir also fähig, jede Lautsprecherbox praktisch einzeln anzufahren und auch einzustellen. Das ist der Vorteil dieses Systems. Durch diese ganze CAT-Verkabelung und durch diese Glasfaserverkabelung ist das verlustfrei möglich. In nächster Zeit werden wir hier in beiden Häusern wahrscheinlich auch auf Surround Sound umsteigen. Das heißt, es werden wahrscheinlich auch neue Lautsprecher angeschafft werden. Und das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung, dass wir diese Pulte haben, weil wir können jetzt mit diesen Pulten auch den Surround Sound richtig fahren. Das heißt, wir haben genug Ausgänge, können Prozessoren damit anfahren. Also die Möglichkeiten, die diese Pulte bieten, sind enorm. Also wir haben bisher mit den DILAV-Pulten jetzt in einem Jahr eigentlich nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Pulte laufen sehr konstant. Wir hatten bisher noch keine Abstürze gehabt. Also für den Theaterbetrieb kann man eigentlich die DILAV-Pulte sehr empfehlen, weil man sie wirklich überall für alles einsetzen kann. Es ist, sage ich mal so, das Schweizer Messer unter den Pulten. Also man kann sagen, dass diese Pulte, wenn man daran arbeitet, man eigentlich wieder zum Kind wird. Man spielt erstmal dran, man versteht einiges. Das ganze Handling muss man natürlich immer noch lernen, damit man auch schnelleren Zugriff hat. Aber man wird wieder, sage ich mal, an so einem Pult zum Kind. Es macht richtig Spaß.